jetzt jedenfalls Feierabend. Vielleicht gehe ich nochmal vor in den Verkaufsraum, dann labere ich noch ein bisschen mit euch. Mario. Also der Wochenrückblick, den machen wir dieses Jahr mal ein bisschen anders. Normal habe ich hier immer irgendwelche Highlights noch zusammengeschnitten, damit man die im Wochen, damit man die dann im Jahresrückblick hat. So, also der Wochenrückblick gibt auch gleichzeitig den Jahresrückblick. Jetzt habe ich es. Mache ich aber dieses Jahr nicht. Weil ich finde, sonst hatte nur Highlights. Ich wüsste gar nicht, was ich da jetzt so zum speziell rausholen sollte. Wenn du Lust habt, könnt ihr nochmal von vorne anfangen. Ne? Die Filme sind ja geordnet. Ja, egal. Okay. Aber vielleicht schwitze ich einfach nochmal ein bisschen. Ja. Jetzt sitze ich hier und mir fällt nichts ein. Ich habe mir jetzt erstmal ein Bier aufgemacht, ich habe jetzt Feierabend. Gut, schwätzen wir erstmal so allgemein. Ich meine, das ist, ihr habt ja gesehen, was das Jahr 2020, wie uns das alles eingebremst hat in unseren Aktivitäten. Also Werkstatt lief, da habe ich jetzt kein Problem mit gehabt. In meinem Gewerbe. Aber ich kenne halt auch einige Bekannte, die machen halt ganz was anderes als wie, das, als wie mein Gewerbe, was ich mache. Die haben teilweise ihren Laden zugeschlossen, keine Einnahmen. Das ist schon hart. Und geholfen kriege ich es auch nicht. Ne? Nicht, dass da eine Politik erzählt wird, dass da jeder irgendwie unterstützt wird oder so. Alles Quatsch. Das ist eine Frau, die hat in der Stadt hat ihr Geschäft, an die ich eben gerade denke, sind noch mehr. Ich denke eben gerade an das Mädchen, die macht noch ein bisschen Modeverkauf und macht, ich kenne mich da nicht so aus, mit den Fingernägeln und was weiß ich, also so Pflege. Die bezahlt in der Stadt ein paar hundert Euro an Miete und da ist jetzt dicht. Die war sogar hier bei uns in der Osthessen-News. Da wurde war ein Bericht drin. Weil da haben sie es nochmal verknackt, weil sie nämlich am Wochenmarkt irgendwie da ein paar Sachen verkauft hat. Egal, jedenfalls sehr, sehr traurig, was da so ist. Und wenn ich mir das so zurechtspinne, wie gesagt, ich habe bis jetzt Glück, aber wenn das hört ja nicht auf. Ne? Es ist ja nicht so, dass es da am 10. Januar oder irgendwas mit dem ganzen Lockdown und so, dass es da durch ist. Ich denke mal, das geht weiter. Und ich denke mal, da sind noch einige von euch dabei. Ich wünsche es ja wirklich gar keinem. Aber das leichte Arbeitsplatz wackelt. Und dann ist natürlich auch kein Geld mehr da für Motorräder. Das, wenn man da Pech hat, kommt das auch noch auf mich zu. Damit habe ich dann halt auch Pech. Gut, das ist eine, will ich nicht weiter vertiefen, weil da macht sich ja jeder so seine Gedanken. Auf jeden Fall hätte keiner mit gerechnet, dass immer sowas passiert. Okay. Aktionen dies Jahr bei irgendwelchen Treffen? Nix. Gar nichts. Normalerweise fahren wir immer so Ende Februar, Anfang März nach Spanien. Da machen wir, das ist eigentlich unser Urlaub. Da sind wir immer eine Woche. Seht ihr ja nicht alle Filme, wenn ihr mal so guckt. Wir haben dies Jahr gar nicht gemacht. Die Dirk waren wir mit seiner Perle in Polen ein paar Tage. Da war offen. Aber ich. Nur geschafft, Tristan auch, hat auch keinen Urlaub gehabt. Der ist ja bei der Bundeswehr, wie ihr wisst noch, ist hier so nebenbei aktiv. Auch nur Scheiße. Ich habe hier und da mal eine schöne Motorradtour gemacht, das waren im Endeffekt nur so Tagestouren. War recht schön. Und nächstes Jahr träume ich zum Beispiel, hier drüben steht noch so eine alte Nordon. Gucke ich mir die ganze Zeit schon so an, die müssen eigentlich auch wieder mal aktiviert werden. Die hat das letzte Mal gelaufen, weiß nicht,
5, 6 Jahre her vorneweg. Die müssten eigentlich auch nochmal gestartet werden. Warte mal, ich guck jetzt erstmal. Ja, bei dem Scheißwetter, da tun auch die Knochen weh hier. Das ist. Ich bin nur am Jammern, gell? Okay, ich muss irgendwie positiv werden. Das hat ja keinen Sinn, wenn wir rumjammern. Wir hatten einen geilen Sommer. Vom Wetter her, meine ich. Wetter war cool. Und ich bleibe halt beim Motorrad. Und da habe ich dann auch immer ein paar schöne Touren gemacht. Es waren zwar nur Tagestouren, weil Übernachtung konnte man nirgends. Aber ich habe ein paar schöne Motorradtouren gemacht. War gut. Und was ich auch gemacht habe, ist, ich mache jetzt so geführte Enduro-Touren im legalen Bereich. Da waren dieses Jahr auch ein paar Jungs da, da hatten wir auch mal richtig, richtig Spaß. Die waren auch froh, dass sie mal rauskommen, weil denen ging es ja nicht besser wie jedem von uns. Aber bei mir war alles entspannt. Das war auch gut. Ach, waren schon ein paar gute Sachen dabei. Arbeitstechnisch mit der Kaffeeräser, das ist natürlich dieses Jahr auch extrem gut gelaufen. Der Dirk und ich, wir haben letztes Jahr gesagt, hier, wir machen mal ein bisschen weniger, gell? Weil das wird langsam übertreiben mehr. Jo. Es ist noch schlimmer geworden. Es ist noch schlimmer geworden. Und es könnte noch schlimmer sein. Wir bremsen schon alles ab. Weil das packe ich mir gar nicht. Fest, was heißt fest, ist da der. Also ich bin da, der Dirk ist da, der Tristan, der ist halt auch immer mal die Woche ein, zweimal da. Der wird übrigens dann mein Nachfolger, so ist das geplant, aber es dauert noch ein paar Jahre. Und der Robin, den habt ihr auch mittlerweile kennengelernt, der ist erst ein paar 20, der ist echt der Hammer, ja. Der hat vor nichts Angst. Der hat echt vor nichts Angst. Der Typ ist gut. Ja, wir haben auch viele Projekte gemacht, wo halt auch die Leute bei waren. Die schlafen ja dann hier, die haben ja dann hier, ich habe hier oben über der Werkstatt, habe ich eine Dusche, ein Bett und eine kleine Kochnische. Da können sie sich austoben. Und wenn sie nicht schlafen können, können sie gerade die Treppe runterlaufen und nachts arbeiten, was der eine oder andere auch gemacht hat. Die sind auch dann voll enthusiastisch. Gut, bei der Gelegenheit ist natürlich auch, ist eigentlich auch schön, weil du sparst ein Schweinegeld und lernst dein Motorrad live mit kennen. Ne? Wer macht das schon? Das mache halt eigentlich nur mir. Weil da kriegst du ein ganz anderes Gefühl zu deinem Motorrad, als wenn du es in die Werkstatt tust und jeder, was weiß ich, Tausende von Euros da liegen lässt und weißt gar nicht, was die überhaupt gemacht haben. Wenn du hinguckst, denkst du, hä, warum bezahle ich jetzt hier, was weiß ich, einen Riesenbetrag? Da ist doch nur, ne? Das ist alles scheiße. Jede Änderung, wo du machst, bringt wieder eine andere Änderung mit sich. Also es hört eigentlich immer nicht auf. Das ist, na, das habe ich mir auch schon abgeschwingt. Und viele von euch fragen auch immer, was es kostet. Vergesst, stellt diese Frage nicht. Wenn ihr umbauen wollt, könnt ihr selber euch ein bisschen ausdenken. Die Stunde kostet bei uns 70 Euro, habe ich schon ein paar Mal erzählt. Und fragt nicht nach Kostenvoranschlag oder sowas. Da kommt das dabei raus. Erstens sage ich überhaupt nichts mehr. Und wenn ich immer eine Zahl sage, dann heißt es manchmal, ne, die gibt es auch die Kerle, die sagen, ja, du hast doch gesagt, das kostet so und so viel. Habe ich nie gesagt. Ich habe gesagt, es ist Minimum das und das. Aber sage ich immer unverbindlich. Ich sage es doch jetzt hier nochmal ganz öffentlich, das ist immer unverbindlich. Es wird in der Regel mehr. Weil nämlich ihr noch 40 habt. Und ich bremse euch sogar teilweise noch ein. Ne? Weil das kommen ja manchmal Ideen dann auf einmal im FIBO. Interessant. Und ich will immer sehen, dass ich Leute habe, so normale. Nicht so Spinellis, ich habe da keinen Bock. Einer habe ich hier in meiner Laufbahn. Na, ich kann den jetzt hier öffentlich nicht, da kann ich jetzt nichts sagen, aber hier, der Dirk sagt, lass die Finger von dem Projekt, der Typ, der ist nicht ganz dicht. Also ähnlich hat er gesagt. Da sage ich, der Typ interessiert mich, weil er ist eine Herausforderung. Also mit diesen Herausforderungen, sage ich euch, kann ich drauf scheißen. Brauche ich nicht mehr. Sowas mache ich nicht mehr. Ich gucke mir die Leute an und wenn ihr okay seid, was in der Regel ihr ja seid, ihr seid ja auch alles Bekloppte, genauso wie ich, dann ist das in Ordnung und dann machen wir das auch. Und wenn er mitschafft, ist mir das immer noch am allerliebsten.
weil da spart er nämlich richtig viel Kohle. Und auch wenn ihr nichts könnt, wir machen euch schon flott hier. Was ich auch noch sagen will, wir verkaufen ja diese Nash-Motorräder. Die aktuell habe ich 3 Stück stehen. Die Dinger sind gut, das würde ich sie nicht verkaufen. Die sind echt gut, die werden total verkannt. Von allen nicht, weil wir verkaufen ja schon ein paar Stück. Ohne groß Werbung zu machen, wir verkaufen die. Ich habe jetzt die Zahl auch nicht im Kopf, wie viel, aber es sind schon ein paar. Und die Leute sind eigentlich alle happy. Wir haben da eigentlich überhaupt keine Schmerzen, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe ja auch schon andere Videos drin gehabt, wo ich dann auch jemanden, eine Gebrauchte da drin hatte. Oh, der hat ja auch im Winter gefahren, alles, das ist alles gut. Das ist wirklich kein Schrott, der hat 24.000 drauf gehabt. Die ist jetzt übrigens auch verkauft, glaube vor ein paar Wochen. Da gab es ein paar neue Reifen, neue Kette. Und da war die wieder fit. Und der Typ, der wo die hat, der ist auch happy. Der hat mich hier mal angerufen, alles gut. Und die kleineren Dinger auch, ob die mit 50 Kubik sind oder 125, das sind schnuckelige Mopeds. Und ich muss ehrlich sagen, man kriegt ja immer den Hals nicht voll, ne? Ich hoffe ja, ich habe aber noch nicht gehört, dass vielleicht irgendwann mal so ein Zweizylinder kommt von den Dingern. Die haben ja alle Einzylinder, was auch in Ordnung ist, aber ich träume mal von so einem Zweizylinder als Kaffeeräser. So ähnlich wie die Royal Enfield, da die 650er, das Ding gefällt mir auch gut. Aber gut, mal sehen, was so passiert in Zukunft. Alles gut. Was könnte ich noch sagen? Ich muss echt überlegen, was ich hier schwätze. Ne? Ich mache das eben gerade so Menkum vorbereitet. Gut, weil da im Hintergrund gerade unser erster Umbau, die Güllepumpe, die war 2012. Die gebe ich halt auch nicht her, ich habe mich irgendwie in sie verliebt. Heute machen wir vieles anders, als was wir da gemacht haben. Und ich weiß noch, wie wir uns damals wehgetan haben, Rahmenabschnitte und Kram hier. Mein Gott, heute habt ihr schon teilweise gesehen, der setzt die Flex an, das dauert keine 2 Minuten, ist das Rahmenheck weg. Also wir sind schon teilweise sehr skrupellos. Ah, und dann noch was, weil viele in den Kommentaren oder so schreiben dann, seid ihr mit dem TÜV-Mann verheiratet oder lauter so ein Gelaber? Geschissen. Dieser TÜV-Mensch, wo hierher kommt, wo diese Eintragung macht, das darf auch nicht jeder, nur mal so nebenbei. Der ist ein ganz Schafe. Da macht euch mal keinen Gedanke. Der riskiert seinen Job nicht wegen irgendwelche wilde Aktionen. Wenn da was scheiße ist, da kriegt das Ding kein TÜV. Das sind schon so einige Aktionen. Und er hat auch jetzt hier zu mir gesagt, ich nehme hier nur noch Maschine ab, wo ihr gemacht habt. Da weiß ich, was ich mache, weil er uns ja begleitet auch da dabei. Der sieht ja immer, was für Projekte da sind. Da macht er schon zwischendurch immer mal ein paar Fotos, bevor alles lackiert ist. Der Mann ist eigentlich auch gut. Ich bin auch froh, dass ich ihn habe. Und ich weiß, bei vielen Gegenden, da habt ihr richtig Schmerzen und Probleme. Aber haben mir jetzt persönlich nicht. Manche Fahrzeuge, wo ihr so seht, wenn ich da ein Video mache, die sind da noch nicht TÜV-konform. Das sind so verschiedene Änderungen, wo man dann noch machen, wenn der TÜV-Mann da ist. Zum Beispiel Auspuffanlagen, so richtige Spektralrohren, weil hier in der Rhön sind mir alles laute. Nur mal so. Sowas wird natürlich nicht TÜV abgenommen. Oder was weiß ich. Illegale Spiegel, Pillepalle, alles, weißt du? Das mache ich dann schon alles so, wenn der TÜV-Mann da ist. Der macht ja immer Bilder und Fotos davon. Der kann also nur mal so ganz genau dokumentieren, wenn sie mal zu irgendeinem Eklat kommt mit irgendeinem. Da sagt er, hier sind meine Bilder, die zeigt er dann. Was ihm nämlich auch schon mal passiert ist, da hat er nämlich ein Auto abgenommen mit einer Auspuffanlage. Und am Strich war es so, der ist dann angehalten worden von der Polizei, Spektakel, und der Schausteller da zeigte halt den Schein, alles eingetragen und alles ist verändert gewesen, nur mal so nebenbei. Und damit hat der Typ natürlich einen auf die Eier gekriegt, ist ja klar. Gut, auf so Spiele lässt er sich jedenfalls nicht ein, das wollte ich damit eigentlich nur sagen. Jo. Ich muss nächstes Jahr mal ein paar Mopeds fahren, wo hier rumstehen, die schon ewig nicht mehr gefahren worden sind. Zum Beispiel hier die 750er. Mein Traum als Kind noch.
die steckt schon bestimmt 10 Jahre. Die mache ich jetzt demnächst mal aktiv. Ja. Oder hier die Enfield. Die Enfield, die ist getuned. Mit der habe ich auch schon heißen Ritte hinter mir. Also so Kurzritte sind das. Das Ding kann ich nicht, da kann ich kein 100 Kilometer Vollgas fahren, da fliegt sie mir um die Ohren. Das geht nicht, da kann ich immer mal so einen Sprint hinlegen, kann den einen andere Strecke, hab dann selber mal ein ja, geiles Gefühl. Und dann macht man wieder langsam. Naja, gut. Und da findet ihr noch einen. Du Urkaffee-Räser, warte, ich find's gerade mal. Wenn ich schon gerade so am Labern bin. Das ist der Urkaffee-Räser. Das war mal so ein ganz liebes, braves Standardmotorrad aus England, das ist klar. Ich glaube, Baujahr 54, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, 53. Hat einen Zweizylindermotor mit 500 Kubik. Und die wurde auch mal so als Kaffee-Räser umgebaut. Bei mir. Weil das Motorrad, als ich das erstanden hatte, da war das nicht komplett. Und da habe ich dann diesen Tank irgendwie mir mal besorgt. Da war aber alles noch bezahlbar. Nur mal so. Das ist also schon lange her. Und 1997, genau, am 31. Dezember 1997 hat das Ding das erste Mal gebrummt. Die stand Jahrzehnte irgendwo zerlegt rum. Ja. Jetzt sind wir hier ein paar Standardrunden gefahren hier, ne? Kalbachring, Kinder, ja. Und einmal der Karl. Der Karl und ich, wir waren unterwegs und er sagt, da geht doch gar kein Brems. Guckt euch mal das Brems hier an, hier nur mal so zum Beispiel. Hier vorne das ist ja quasi nur so eine Dosenbremse, also die ist eigentlich nur für die Psyche. Richtig Bremse tut das Ding nicht, ne? Aber Nordons fährt man auch vorausschauend. Und wenn man den Hahn zumacht, bremst der Motor ja auch richtig ab. Ist ja nicht wie so ein japanischer Vierzylinder, der Motor auch nicht bremst. Das Ding bremst dann schon. Auf jeden Fall, der Karl, auch noch jung und unerfahren, ist schon ein paar Jahre her, schmeißt vor meine Augen, also kommt ins Schlingern, war so eine kurvenreiche Strecke, und da habe ich schon gesehen, das packt er nicht, der fällt jetzt auf die Fresse, und da habe ich schon gesehen, dass mein Motor im Arsch ist, vor allem die Auspuffanlage. Die Auspuffanlage habe ich eigentlich schon kaputt gesehen. Hier, guckt euch diese Apparate an, die kriegst du doch nirgends mehr, und wenn, dann musst du Millionen bezahlen. Und da fängt das Ding noch irgendwie auf der Straße ab und fällt erst um in die Wies. Außer ein paar Grasbotze, wo dran war, ist nichts passiert. Er hatte Angst gehabt, dass ich ihn jetzt verschmeiße. Ne? Na gut, so unter uns, der hört sich hoffentlich nicht. Der ist schon stärker wie ich, ne? Aber er hätte stillgehalten, wenn ich ihn in den Arsch getreten hätte. Aber so muss ich ehrlich sagen, ich war stolz auf ihn, dass er meinen Auto nicht ruiniert hat. Ich glaube, der hat sogar die letzte Fahrt mitgemacht, seitdem steht sie. Das wird Zeit, dass ich die wieder mal raushole. Ja. Und das sind noch richtig alte Dunlop TT100 Reifen drauf. Kennt ihr die noch, die Reifen? Warte mal. Das war mal die Macht hier mit dem Profil. Das war mal geil. Gut. Also da habe ich mir vorgenommen, dass ich die im Frühjahr mal fahre. Hier mein Rennordons, da weiß ich nicht, wann die wieder mal an den Start kommen. Aber die laufen auch alle. Ich habe zu viel und ich kann mich von keiner trennen. Aktuell baue ich die 5. Boldur auf. Die 5. Manch anderer ist froh, wenn er eine hat. Und die, wo ich da gerade aufbaue, ihr habt sie jetzt im letzten Wochenrückblick, hatte ich sie ja mal kurz drin. Ich habe jetzt gestern mal zusammengerechnet an Arbeitsstunde, was da drin hängt. Und der ist noch lange nicht fertig, gell? Da muss noch Kabelbaum gemacht werden. Sitzbank muss noch gemacht werden. Ach, da muss noch ganz viel gemacht werden. Aber mit Teile, was ich da schon investiert habe, und Arbeitszeit sind es, glaube ich, 8 oder 79 Stunden. Die Auspuffanlage haben wir ja auch komplett neu gebaut. Der Tank, habt ihr gesehen, der Robin hat ja da gemacht, der ist ja der Tank-Spezialspezialist hier bei uns. Also aktuell, guckt ihr euch da 8.500 Euro an.
Und da ist noch kein Kaufpreis von dem Motorrad dabei. Ich weiß auch aktuell gar nicht, was die mal gekostet hat. Ich glaube 400 € oder sowas. Egal. Bis die richtig auf Gefühl steht, bis alles schön gemacht ist, denke ich immer, 11.000 bin ich auf jeden Fall los. Ja. Und was mache ich dann mit? Ich kann es euch sagen. 3-4 Runden werden gedreht. Kommen wir natürlich die laute Schalldämpfer drauf, damit ich, wenn ich das Video mache, dass sie so richtig knattert. Und der Bernd, der mit der Sechszylinder, der hat eine Drohne, der hat gesagt, da machen wir auch mal mit der Sechszylinder und auch mit der natürlich, machen wir mal einen geilen Film und dann mache ich mit der Drohne hin und nach. Da gibt es natürlich nur einen Fahrfilm, da wird nichts mehr gelabert, nur Sound und, boah, und Action. Gut, das wird auch noch geil. Da bin ich schon richtig scharf drauf, wenn das Ding so richtig ballert. Dann gucke ich mal aber einen Tag aus, wo nichts los ist. Wir haben hier viele einsame Gegenden, da regt mir auch keinen auf. Ich mache hier immer mal so Schau da hier, die Dorfrunde, wenn ich da mal hier durchfahre, macht euch keine Sorgen. Meine Nachbarn, die haben mich alle lieb eigentlich. Und da nehme ich schon immer so Uhrzeiten, wo hier sowieso LKWs durchfahren, wo sowieso Terror ist. Die sind hier auf der ich bin hier auf der Hauptstraße, die sind Terror gewöhnt. Und da übertreibe ich es auch nicht, dass der ganze Tag dahin herballer. Du mach hier und da mal so kurz Aktionen, dann ist wieder gut. Gut. Meine Nachbarn und meine Mitbewohner, wie hört sich das an? Also die Nachbarn von mir hier, von uns hier, ja, die Nachbarn. Und die Leute hier aus dem Dorf, die sind schon cool, weil Kalbach, muss ich sagen, ist schon einzigartig. Ich höre, weil ja von euch viele Leute immer zu mir kommen, höre ich ja immer mal so Geschichte, das könnte ich nicht bei mir machen und die Polizei und la la la. Ey, bei uns ist eigentlich alles relativ entspannt, wenn nicht komplett ausflippst, ist alles gut. Ja, was soll ich da jetzt groß sagen? Wir haben hier im Nachbarort haben wir eine Polizeistation. Gut, die machen auch ihren Job. Und wenn du einigermaßen normal bist, da gehen die uns auch nicht auf die Eier. Das ist halt wie üblich. Ne? Ich meine, man muss sich schon ein bisschen ans Gesetz halten. Boah, was habe ich jetzt geschwätzt? Ich mache jetzt erstmal Schluss hier. Ich weiß nicht. Ich mache jetzt erstmal Schluss. Der Dirk hat hier wieder Spezialrohre gebaut. Okay. Aber der schwätzt doch nicht viel mit mir. Ich erkläre das jetzt so. Die kommen hier so hin. Ich mache das jetzt hier mal so mit der Hand. So ähnlich. So. Den Tank haben sie auch schon so gut wie hingekriegt. Der hat jetzt langsam, kriegt er in der Form. Da das ja alles höher kommt, ist jetzt ja. Ne? Nur mal alles provisorisch hier, nur mal so. Mir fehlen ja ein bisschen die Worte gerade. Aber so ähnlich kommt's. Der Tank ist hier unten drunter. Ich hab's letzte Woche, glaube ich, schon mal gehabt. Man sieht nichts, es ist dunkel, ich habe halt kein Licht. Da ist schon ziemlich rausgeflext worden, weil das ist noch große Attraktion. Und dann müssen wir halt irgendwie sehen, dass das alles klappt hier. Fußrastenplatte hatte Dirk hier auch schon gekürzt. Das sieht so aus. Naja, gut. Es ist halt ein weiter Weg noch mit dem Apparat. So. Das ist in diesem Jahr unsere letzte Kaffeepause. Das kann so sein, ja. Ja. Das ging schnell rum. Ja, wir haben eigentlich wieder richtig viel erlebt dieses Jahr. Obwohl man nicht weg durfte und so weiter, aber egal. Also Motorrad haben wir jede Menge gerutschen lassen. Wie waren genug da? Na gut, machen wir es nicht so lang. Hier Leute, wünsche euch einen guten Beschluss. Und immer schön motiviert bleiben, gell? Wie sind das? Wir sind immer motiviert. Also, guten Rutsch alles. Ich sagte mal, guten Rutsch ins neue Jahr 2021. Wo ist die Zeit hin? Rutsch gut rein, aber nicht nur Moped rutschen. Ja, genau. Ich fahre neuer Enduro. Haha. Ich habe da nicht eine. Mit guten Stollerreifen. Alleine oder mit mehreren Leuten? Wenn du Lust hast, wenn ihr Lust habt, nehme ich euch mit. Ich hab doch zwei. Bei dem Sauwetter fährst du mal schwer. Das ist doch geil. Ja. Das schöne Wetter. Ist doch geil. Komm her. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ne? Ciao. Nächstes Jahr sehen wir uns wieder. Bestimmt. Nächste Woche. Ja.
zum Jahresende gibt es noch ein bisschen Dogadi-Musik.